Ich dachte jetzt, man sieht mehr hier. Wir sind zu hoch. Blöder Nebel. Gut. Ja, sind wir hier zurück. Aber schon geil, so hoch sein. Jetzt. Schon erschrocken. Gut, wunderbar. Nee, vielleicht nicht gerade die abbauen, an der wir stehen. Ist alles wieder am Laufen? Sound? Spiel? Hallo? Musik? Ah. Ja, und wir lassen natürlich nichts stehen, weil wir sind ja naturbewusst. Mann, sind wir noch hoch. Sehr, sehr, sehr hoch sogar. Ich mit Höhenangst, das ist nichts Gutes. Warte mal kurz. So, weiter geht's. Jetzt haben wir ja schon einige Schnecken. Ich glaube, 2 Zehner, also 2 Fünfer. Violette Schnecken, gibt 10 Power Shards. Und lass mich mal überlegen. Ich meine, wir haben jetzt eine schöne Tour gemacht. War alles super. Aber wir möchten natürlich auch. Gibt es da oben noch was? Wir möchten natürlich auch die Schnecken. Oh. Aber da komme ich wieder nicht hin. Gibt es da oben noch Schnecken? Irgendwie schon, hm? Wie könnten wir da hochkommen? Wir müssten vielleicht hier kreativ werden und sagen, wir nehmen die steile Rampe auf die 6. Genügt das von hier? Oder muss ich von hier? Das wäre sicher nicht so schlecht, hier zu beginnen. So. Ja, ich denke, das könnten wir schaffen und dann drüben mit dem Turm. Ich gehe einfach hoch gucken, weil wenn ich schon hier bin, wäre es ja schade, wenn wir es nicht ausprobieren. Ah, schön. Und dann nachher mit den Schnecken, die wir da oben finden und denen im Truck, gehen wir zurück ins Lager und dann gucken wir uns die Uhrfabrik an. Uhrfabrik ist nicht dort, wo wir Uhren herstellen, wo wir aus der Schweiz kommen, sondern die Uhrfabrik ist das Ding, auf dem alles begonnen hat. So, die Basisinfrastruktur, die wir letztes Mal schon optimiert haben, und wenn wir so viele neue Leute hier haben, wäre es vielleicht für euch noch spannend, eine kleine Tour. Und gebt doch kurz Bescheid im Chat, ob ihr interessiert werdet an einer kleinen Tour. Tour de Kuhnmann. Weil hat sich schon einiges getan in letzter Zeit. Oh, spannend. So. Ja, ich denke, das könnte Freeze hinkommen. Moment mal, Kaffee trinken, Chat abwarten. Mhm.
Was ist das für ein Ding? 6 für Rampe. Dann machen wir hier eine 5. Und dann gucken wir mal, ob wir hier wieder so einen Turm hinbauen. Treppe nach vorne bitte. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Ich denke mir, das war keine schlechte Idee. Aber man weiß nie, was einen erwartet. Schnecke! So. Aber wie kommen wir zu dir hoch? Wir probieren das mal hier. Gehen wir hier rüber. Fertig mache ich dich. Mann, Mann, Mann. Immer diese Aggression. Ein Wrack. Was brauchen wir hier? Quickwire. What? Haben wir jetzt so viel dabei, dass wir das gar nicht machen können? Nett. Wow. Schon cool. Okay, dann machen wir das so. Wir holen uns mal die Schnecke. Die Rampe lassen wir jetzt hässlicherweise stehen. Damit wir zurückfahren können. Ist hier noch was? Damit wir zurückfahren können, um die Frackteile zu bergen hier. Das ist jetzt schade, weil es gibt immer wieder neue Rezepte und so. Ey, Mann, sind wir hoch. Über der Nebeldecke. Wie in den Schweizer Bergen. Sehr gut. Yellow Power Slug gesammelt. Wir lassen das kurz so stehen hier. Und werden zurückkommen. Und sobald wir die Frackteile geborgen haben, bauen wir das wieder ab, weil es ist nicht wirklich schön, was wir hier gemacht haben. Aber eben. So. Wunderbar. Dann gehen wir zurück. Nicht zurück, sondern in die Station. Und da schauen wir mal. So, hier zum Holz. Freeze. Nee. Immer diese Freezes. Hier geht's wieder in den Wald. Da müssen wir rüber. Ich nehme mein Mobil mit, weil da habe ich noch Schnecken drin. Schnecken drin. Genau. Super.
Ey, und ich will mal sagen, wir sind ultra produktiv heute. Oh. Das ist noch von vorhin. Der Abbau. Gut. Runter kann man schneller hier. Ich glaube, ich bin noch nie 80 mit dem Ding gefahren. Ja, und hier habe ich eben mal ausprobiert für die Bahnschienen, wie das so aussieht und wie man das verlegen könnte. Ist interessant, aber nicht optimal. Und hier kommen wir in die kleine Fabrik. Genau, und hier ist es jetzt so. Die letzten Folgen habe ich mir ein bisschen Zeit genommen und habe hier eine Megaproduktion gemacht für Eisenbahnen mit Rods und Platten. Super. Gut gesprungen, Entschuldigung. So. Und das nächste Ziel wäre es hier die Produktion zu optimieren. Und damit wir hier die Produktion optimieren können, ist es eben so. Warte mal, so. Dass ich hier Platz brauche. Weil das Problem ist jetzt immer noch, ich produziere hier so langsam diese Frames. Das macht mir keinen Spaß richtig so. Und ich möchte jetzt gerne hier den Platz besser nutzen. Nutzen, habe ich gesagt. Und ja, ein bisschen Industrie bauen. Und wir haben ja jetzt ein paar Schnecken. Das heißt, wir können das optimiert produzieren lassen. Das heißt, hier haben wir den Stein. Und wenn wir schon beim Stein sind. Kleine Frage. Nee, geht nicht hin. Gut, das würde bedeuten, dass wir hier dann so ein bisschen seitlich bauen würden. Bedeutet aber auch, dass die Rotorenproduktion jetzt ein bisschen eingestampft wird. Aber gut Ding braucht Platz. So. Den Turm bauen wir weg, weil den Platz brauche ich bestimmt. Diese hier kommen auch weg. Das ist die neue Produktion, das ist okay, das kann man so lassen. Die Schrauben könnte man dann hier direkt runterziehen. Gut, also wir möchten jetzt hier ein paar Assembler bauen. Lass mich das auch noch wegnehmen. Es ist halt hier wirklich der Großumbau, der Assemblerei. Schön. Wände abgebaut. Die Wände. Gut. Das ist voller Kabel, da können wir nachher mal gucken. Freeze, dann nehmen wir jetzt hier das Baumenü und schauen mal in der Produktion nach. Wir müssen hier Assembler bauen. 3, 4, 10.
Jetzt habe ich zu wenig Rotoren, habe ich gesehen. Das heißt, wir holen Rotoren. Sehr gut. Machen wir das so. Flitzen wir durch die Fabrik. Und gehen ins Lager. Das Lager. Dann die Rotoren. Wo haben wir die? Die müssen hier sein. Das sind die Motoren. Dann werden die Rotoren hier. Oder waren das die Statoren und die Rotoren sind hier? 100. Nehmen wir mal 100 Stück von dem mit. Dann die Hardened Frames müssen wir noch haben. Licht können wir ausschalten. Hardened Frames sind auch leer. Das ist schade. Dann müsste man auch die irgendwo aus der Produktion klauen. Also aus der Produktionslinie hier. Also die bräuchten wir eigentlich hier hinten. Mhm, alle durchgelassen. Das ist super. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, warte mal, das geht mir zu langsam. Wenn ich mich recht erinnere, dann haben wir noch im kleinen Lager außerhalb. So. Es läuft. Das heißt, da müssen wir noch haben, oder meine ich das bloß? Ich meine es bloß. Gut. Horden Frames haben wir noch hier. Vielleicht können wir das Lager oder meine Tasche ein bisschen leichter machen, indem wir gucken, haben wir hier noch Nützliches? Power Shorts. Purple Shorts. Haben wir doch schon. Medical Inhaler. Mhm. Nee. Gut. Was bräuchte es denn für diese Modular Frames? Ah, haben wir alles hier, das ist super. Ich mach mal für 4 Assembler brauche ich 12 Stück. Mach mal 15, so. Und dann gehen wir weiter gucken. Weil das wäre jetzt schon cool, wenn wir die Frames-Produktion so weit erhöhen könnten, dass es einfach nur noch durchflutscht. So, dann bauen wir hier dann Constructor Assembler. AS2. 3. 4, hm? Würde hinpassen, wenn wir das noch wegnehmen hier. So. Das sind die alten Leitungen, also die alten Conveyor Belts. Das ist okay so. Dann machen wir hier nochmal einen Assembler hin. So. Dann würden das hier... Ah ne, halt jetzt mal. Wir machen jetzt erst die Platten. Jetzt muss ich mir wieder überlegen. Wir hatten eine Workbench hier, Freeze. Jetzt muss ich das Rezept nochmal anschauen. Gut, wir hatten hier diese Hardened, die Reinforced Iron Plates. Das sind Schrauben und Platten, das ist okay.
Schrauben bekommen wir aus der Produktion. Eisenplatten haben wir hinten. Da müssen wir gucken, wie viele von diesen Platten werden gemacht bei einem Assembler. Wenn wir das hier schauen, hier haben wir Alternate Rezept für 3 Stück. 24 Sekunden, das wären 6 pro Minute. Dann wären das mit 2,5, dann wären es 18. Ich glaube, dann machen wir es so. 1, 2, 3. Ne, wir machen 2 und 2. Die nehme ich nochmal weg hier. Die Schrauben kommen ja von da drüben runter. Das wäre gar nicht so schlecht eigentlich. Gut, dann heißt das, wir brauchen hier Splitter. Splitter. Logistics, Conveyor Splitter. Die machen wir auf dieser Höhe hier, würde ich sagen. Zweimal. Und hier dasselbe nochmal in grün. So. Dann können wir mit den MK3. Und hier auch. So. So. Hier kommen die Platten raus. Das heißt, diese Strecke hier könnte man wegnehmen. Und direkt hierhin pflanzen. Okay, das ist so. Eins, zwei. Sehr gut. Hier so rein. Hier so rein. Falsch. Gut. Man lernt dazu. Das wäre dann hier so rein. Zwei. So. Dann das gleiche hier nochmal. Eins, zwei. Daneben geschossen ist auch vorbei. So. Dann machen wir das weg hier mit den Schrauben. Das nehmen wir weg mit den Schrauben. Und ich glaube, das könnte richtig gut kommen. Dann wäre das der Input. Soweit super. Alternate Received. Alternate Received. Okay. Und dann müssen wir noch Strom haben. Wo bekomme ich jetzt Strom her? Ich denke, wir nehmen das hier. Wir nehmen das hier. Ne, wir nehmen das wieder weg. Wir machen das so, dass wir Strom von hier hinstellen, obwohl es sehr ungünstig ist. Und zwar machen wir das lieber hier vorne. Hier.